Also kommen zum nächsten Lauf des Assetto Corsa Gen 3 Cups hier live aus Silverstone. Ja, grüß dich, Timo. Ja, guten Tag. Freut mich, dass wir wieder hier beide zusammen sind und diese wunderschöne Strecke bzw. das Rennen auf dieser wunderschönen Strecke kommentieren dürfen heute zusammen. Ja, und... Ja, wir sehen hier schon die Startzielgerade bzw. ja doch, die Startzielgerade von Silverstone mit dem wunderschönen Gebäude. Ja, Glashaus. Der Künstler das entworfen hat, ja, hat er gut gemacht. Ja, und dann geht es gleich los mit der Strecke von Silverstone. Richtig. Aber jetzt erstmal nochmal ein paar schöne Cinematic Views der Strecke. Na, richtig. So, ja, heute kann natürlich Jano Koch schon seinen Titel holen. Ob ihm das gelingt, ist eine andere Frage. Warum muss auf jeden Fall einen riesen Punkteabstand, ne, haben, hier anhand des Rennergebnisses allein schon. Deswegen ist er eigentlich eher nicht so safe, sage ich mal. Deswegen mal gucken, aber er hat immer nur dann danach nochmal zwei Rennen Zeit, nämlich Barcelona und Spa. Und mal gucken eben, wer sich hier heute in Silverstein Platz 1 sichert. Lars Kisser, der ohne Gewicht ins Rennen geht, oder halt eben wer anders. So, Lars Kisser auf Pole, dann kommt Alexander Merz neben ihm. Dann Jano Koch, kennt man leider nicht so gut. Schwarzer gibt's Sinn. Dann Julian Merz, Marian Kunz, Karl Kaufmann, Richter, ja, Kriegsheim. Timo Merz auf der 10, Alice Cebula auf der 11, Mick Czinski 12, Guido Wille auf der 13 und ja, Florian Krachel auf dem letzten 14. Platz. Und hier noch wieder auf Silverstone. Genau, Lars Kisser eben Mercedes AMG GT3 hier schön weit rausgefahren, eben über den Körper und zu weit über den Körper außen, damit ich nicht so weit rauskommen, aber schon die Strecke ausnutzen, genau so wie hier und dann den Bremspunkt nicht verpassen. Hier schöne Apex habe ich, das ist eine schwierige Kurve, gleich hier in die andere Richtung, etwas eng gezogene Kurve, muss dann aber trotzdem früh rausbeschleunigen und nicht so früh, dass man da rauskommt. Dann hier natürlich auch eine Möglichkeit zum Cutting, die man hoffentlich nicht wahrnimmt und dann die langen Wege gerade erstmal, bevor es dann eine schöne Überholkurve geht, also hier schöne Überholchancen. Da gibt es verschiedene Linien, erst weit ausholen, dann innen über den Körb oder auch ganz eng die ganze Zeit fahren. Dann hier eine Kurve, wo man sehr viel aufpassen muss, dass einem nicht das Heck verloren geht. Ja, und dann erstmal die alte Verziehung gerade. Richtig. Über den Körb und dann geht es nach Vollgas und dann, ja, Kurve, wo immer diskutiert wird wegen Track Limits, da schön in den Curve mitnehmen und außen nicht im Bett von der Strecke fahren, das war im Rahmen. Jetzt durch die heißgeliebten S's hier nicht innen so weit drüber rasen, macht er gut, immer schön innen den Apex erwischen, hier dann schön früh rausschneiden, da ist er ein bisschen quer gekommen, hat sein Auto gut gestellt für die letzte Gerade, bevor es dann auf den letzten Abschnitt zugeht. Hier auch noch eine recht schnelle Rechtskurve, Eingang unterschalten, vielleicht zwei. Dann hier früh rausbeschleunigen, ein bisschen den Teppich mitnehmen. Dann kommt die Schikane. Da auch eng rum, hier ein bisschen über den Randstein. Und hier darf man sein Auto nicht querstellen, schön rausbeschleunigen, quasi einen Eckzug durch die Kurve fahren, dann das war eine Runde auf Silverstone. 153.385. Das war zu viel gecuttet. Richtig, so immer nur ganz kurz die ja, Statistiken, sage ich mal, ne? Braucht man nicht so viel dazu sagen, nochmal dasselbe. Etwas grafischer dargestellt. So, jetzt geht's aber los. Out now. Lauf 6 von 8. Und die Lichter gehen aus und Lars Kisser
startet von der Pole, wie gesagt, versucht jetzt in der ersten Kurve vor Alexander Merz zu bleiben. Und da ist Alexander Merz aber schon da. Lars Kisser geht weit nach außen, hat dadurch jetzt aber die Innenseite und kann vorne bleiben. Alexander Merz behauptet sich auf den zweiten Platz. Jano Koch bleibt Dritter. Alexander Merz versucht da außenrum an Lars Kisser vorbeizugehen, jetzt vielleicht auf der Bremse, aber nein. Und Jano Koch findet da auch keinen Weg vorbei. Julian Merz ist jetzt richtig nah an Jano Koch dran. Marian Kunz im Windschatten von Julian Merz. In den ersten fünf kann jetzt also alles passieren. Dann schon eine kleine Lücke und dann nach die beiden Nock Racing. Karl Kaufmann und Raphael Richter direkt hintereinander. Julian Merz ist so ein bisschen nach innen gefahren, konnte aber dagegen Jano Koch nichts ausrichten. Genauso wie Marian Kunz gegen Julian Merz. Und ja, Alexander Merz verliert jetzt schon ein bisschen Boden auf Lars Kisser, der da vorne ein bisschen wegfahren kann. Das liegt natürlich daran, dass Alexander Merz jetzt auf Jano Koch ein bisschen aufpassen muss, aber Jano Koch seinerseits natürlich auch auf Julian Merz und der wiederum auf Marian Kunz. Ja, und jetzt Alexei Cebula im Rücken von Enrico Kriegsheim. Ja, da hat Karl Kaufmann ein bisschen Zeit und Boden verloren auf seinen Teamkollegen Raphael Richter, beziehungsweise er hat sogar die Position verloren, da war er vorne. Ja, und Richter kann dann noch mehr oder weniger in der Führungsgruppe mitbleiben, die Top 6. Und danach ist schon der große Cut eigentlich nach einer Runde. Und da kommt der Rest. Und da geht Guido Wille ein bisschen neben die Strecke. Und hier sehen wir schon im Bild den Gaststarter Enrico... René Kriegsheim, den Bruder von Enrico Kriegsheim. Richtig. Und Florian Krachel da hinter Guido Wille. Ja, und jetzt ist es schon soweit, dass Alexander Merz sich da von Jano Koch schon deutlich absetzt. Also ja, Alexander Merz ist jetzt näher an Lars Kisser wieder dran als Jano Koch an ihm. Und auch Jano Koch setzt sich von Julian Merz ein bisschen ab. Allerdings ist das hier eine schöne Dreiergruppe. Marian Kunz ist da auf keinen Fall abzuschreiben. Er attackiert jetzt auch wieder gegen Julian Merz. Ist jetzt auf jeden Fall näher dran gekommen. Und ja, jetzt, also hier pendelt das die ganze Zeit hin und her. Richtig. Also 70 Minuten, 3 davon haben wir schon rum. Silverstone in vollem Gange hier. Mal gucken. Waren auf jeden Fall schon sehr spannende 3 Minuten. Ja, wenn es so weitergeht, dann ist das natürlich echt krass. Und jetzt sind wir bei der Spitze wieder. Lars Kisser in seinem Mercedes vor Alexander Merz im Lamborghini. Und dahinter, hinter Raphael Richter, tut sich eine Lücke auf und Timo Merz, da doch weit im Kies gewesen, Auto ziemlich quergestellt, aber er konnte es halten. Ja, und auch Guido Wille hinter ihm war da leicht im Kies unterwegs, aber dadurch hat er jetzt René Kriegsheim die Tür geöffnet, der in seinem Nissan innen durch Kops überholt. Jetzt in den S's hat er natürlich die bessere Linie mit der Außenlinie, da muss Timo Merz eigentlich nachgeben und so ist es auch. Ja, und ist doch ganz schön, mal wieder den Nissan hier in einer Meisterschaft vertreten zu sehen, wenn auch jetzt nur als Gaststarter, nachdem Timo Merz da eben nach den letzten beiden Saisons nicht mehr im Nissan gestartet ist, sondern im Ferrari. Der natürlich deutlich bessere aerodynamische Leistung hat als der Nissan, aber trotzdem zieht der Nissan aktuell weg. Ja, und hier Florian Krachel tut sich ein bisschen schwer gegen Guido Wille. Aber Mczynski schließt wieder so ein bisschen auf, nachdem er am Start viel Zeit verloren hat. Und jetzt René Kriegsheim in so einer Art Loch oder Blase, wie auch immer, vor sich erstmal eine Zeit lang nichts und hinter sich reißt er gerade auch die Lücke auf, aber er dreht sich. Und das ist natürlich sehr bitter, der fällt damit auf den letzten Platz zurück. Und zwar weit. Das war natürlich eine blöde Situation, natürlich da in der Kurve, wo man dann von
der einen Seite auf die andere wechseln muss, der Lastwechsel, der vielleicht nicht jedem Auto gut tut, kommt dann natürlich auch immer ein bisschen aufs Setup an. Wenn man da nicht unbedingt eine gute Balance im Auto hat, dann kann das eine sehr schwierige Kurve sein, wo man dann natürlich auch sehr leichtes Auto verlieren kann. Ja, und das scheint passiert zu sein, jetzt dadurch ein großer Abstand zu Julia McChinsky. Ja, und jetzt Florian Krahel, vielleicht mit dem Windschatten eine Chance an Guido Wille vorbeizugehen. Hierdurch kommt der Porsche auch wahrscheinlich ein bisschen besser in der Aerodynamik. Dafür der Mercedes natürlich leistungsstark. Aber auch der Mercedes ist aerodynamisch gesehen kein schlechtes Fahrzeug. Das muss man immer im Kopf behalten. Das vergisst man oft. Und hier Alexei Cebula dran an Karl Kaufmann. Und hinter ihm ist dann Enrico Kriegsheim. Also auch so ein schönes Dreierpaket, das da sich, wenn ich mich nicht täusche, schon wieder ein bisschen näher an Raphael Richter dran gefahren hat. Na, aber das könnte getäuscht haben. Aber trotzdem sage ich mal, das Battle vom Best of the Rest in diesem Rennen auf jeden Fall. Zumindest die erste große Lücke zum Vorderfeld. Davor immer noch alle sechs quasi recht nah beieinander. Die einzige Lücke ist da zu erkennen zwischen Lars Kisser und Alexander Merz. Die ist doch etwas größer, aber Marian Kunz nach wie vor an Julian Merz dran und Julian Merz immer noch an Jano Koch. Und ja, dann tatsächlich die Lücke doch schon sehr groß zu Alexander Merz und Lars Kisser. Die beiden dominieren dieses Rennen also zum jetzigen Zeitpunkt. Ja. Und da sieht es auf jeden Fall aktuell gar nicht so schlecht aus für Alexander Merz, der sich doch wieder so nach und nach dran fährt an Lars Kisser. Und dazu sei natürlich erwähnt, dass Alexander Merz, Jano Koch, Julian Merz, Marian Kunz, Raphael Richter, Karl Kaufmann und so weiter, Timo Merz, alle mit Gewicht fahren. Timo Merz natürlich vom vierten Platz. Auch viel Gewicht, dadurch möglicherweise, also vierter Platz in Zandvoort, dadurch möglicherweise natürlich auch so weit hinten. Gerade auf Silverstone ist natürlich gerade im Ferrari die Aerodynamik sehr wichtig. Und wenn dann in den Kurven noch Gewicht draufkommt, ja, dann wird es ein bisschen schwieriger. Aber natürlich denke ich nicht, dass das allein der Grund ist für den 10. Platz. Da ist wahrscheinlich ein bisschen persönliche Präferenz oder einfach die Balance nicht im Auto drin. Genau. Aber ja, Lars Kisser da vorne fährt tatsächlich ohne Gewichte. Also, da er am letzten Rennen nicht teilgenommen hat. Also könnte das ein bisschen spannend werden heute. Ja, ob Alexander Merz und Jano Koch es noch schaffen, da vorne mitzuhalten. Trotz Gewichten. Hier auf jeden Fall weiterhin das Dreierduell zwischen Alexei Cebula, Enrico Kriegsheim und Karl Kaufmann. Und aktuell sieht es auf jeden Fall so aus, als ob Enrico Kriegsheim da ein bisschen Druck aufsendet auf Alexei Cebula ausüben kann. Auch der Mercedes im BMW Sandwich. Und Karl Kaufmann geht da extrem weit in die Kurve rein, um dann spitz zurückzukommen. Ja, wie angesprochen, diese Kurve hier erlaubt viele Linien, von denen nicht unbedingt eine Linie langsamer sein muss als die andere. Und es ist durchaus auch fahrzeugabhängig. Alexei Cebula da im Gras. Da konnte ich nicht richtig sehen, was der Auslöser dafür war. Das sah doch merkwürdig aus eigentlich. Auf der Geraden auf einmal aufs Gras gesteuert. Und dadurch jetzt natürlich die Plätze verloren. Ist jetzt hinter die beiden zurückgefallen. Und dadurch jetzt Enrico Kriegsheim vorne, Karl Kaufmann in der Mitte. Und Alexei Cebula auf dem letzten Platz. Ja, natürlich in Zahlen heißt das,
Siebter, Achter und Neunter. Ja, und das Ganze jetzt nach 4 Runden und 10. Also 4 Runden, was 10 Minuten entspricht. Beziehungsweise gleich 5 Runden. Aber Enrico Kriegsheim kann sich da nicht absetzen. Karl Kaufmann bleibt dran und auch Alexei Cebula ist nicht abgeschlagen, trotz seines Ausrutschers. Hier sind wir bei Raphael Richter, der im gesunden Sicherheitsabstand zu Maria Kunz hält. Der wiederum kann auch nicht 100 pro auf Julia Merz attackieren bzw. angreifen. Dafür ist er doch ein bisschen weit weg. Julian Merz könnte aber eine Chance haben gegen Jano Koch, denn, ja gut, der Abstand ist ungefähr gleich, auch jetzt zu Raphael Richter, ja, da ist er größer, aber im Moment herrscht ein bisschen Waffenstillstand. Da vorne aber Lars Kisser und Alexander Merz sind jetzt sehr nah beieinander. Da könnte man doch als Regie eher dahin schalten, denn jetzt könnte es da wirklich ernsthaft zur Sache gehen. Aber auch jetzt sieht es gerade so aus, als ob Julian Merz da den wesentlich besseren Exit genommen hat. Aber jetzt, die Regie hat es gesehen, da Alexander Merz jetzt richtig dran an Lars Kisser. Da könnte es aus dem Windschatten raus mit dem Huracan schon einen Angriff geben, eventuell hier auf die Kurve 3. Ist ja ein guter Punkt zum Reinbremsen quasi. Aber nein, dafür war der Abstand doch noch ein bisschen zu groß, aber jetzt natürlich die nächste Gerade, auf der es klappen könnte. Schön in den Windschatten hängen und dann auf der langen Gegengerade auch auf die gute Überholstelle. Jetzt ist er richtig nah dran, einfach ransaugen und dann braucht man nur noch einen Daniel Ricciardo Move, aber er hat es gut gemacht. Lars Kisser da sehr, sehr schön schon die Innenbahn abgeblockt. Und jetzt aber die Innenbahn frei für Alexander Merz. Da ist die Frage, wer kriegt besser die Leistung auf dem Boden? Und da war ein klitzekleiner Quersteher von Alexander Merz. Beziehungsweise das Auto war ganz, ganz kurz unruhig. Und ja, das hat das Ganze natürlich schon ausgelöst, dass da ein bisschen der Speed gefehlt hat, aber immer noch sehr, sehr, sehr nah beieinander. Da könnte es innerhalb weniger Kurven oder Runden den Positionstausch geben. Hier die nächste Chance. Ransaugen im Windschatten und hier in der Kurve. Ah, Lars Kisser covert da wieder die Innenbahn, muss außenrum vorbeigehen, aber außenrum ist nicht unbedingt immer schlechter. Es kommt auf die Kurve an, aber auch hier reicht es nicht. Lars Kisser macht da auch schön die Tür zu, gibt da keine Chance zum Vorbeigehen. Und somit hat er noch eine Runde länger überlebt. Und jetzt auf der Geraden, Alexander Merz geht schon neben ihn, hier in die Kurve rein. Dann zusammen durch die S's und jetzt ist er vorne, er ist vorne. Jetzt fragt sich nur, kann Lars Kisser gegen ihn angreifen? Lars Kisser geht jetzt wieder auf die Innenbahn. Dafür hat Alexander Merz jetzt wieder die Innenbahn in der nächsten Kurve, bremst später. Lars Kisser mit dem Switchback jetzt nebeneinander auf die Gerade. Wer beschleunigt schneller, wer kriegt die Kurve besser? Lars Kisser die Außenbahn, weniger Weg
Und das könnte für Lars Kisser in die nächste Kurve doch noch. Nein, Alexander Metz ist vorne. Jetzt ein bisschen Windschatten holen. Er zieht wieder ein bisschen, zuckt ein bisschen. Geht auch rein, bremst sich rein. Und er ist wieder vorne nebeneinander sind die beiden. Jetzt Alexander Metz wieder in der Innenbahn. Dürfte gut für ihn ausgehen. Da, Alexander Metz geht vorbei. Beziehungsweise ist jetzt definitiv vorbei. Und hat die Position, die erste Position gegen Lars Kisser erobert. Nach 7 Runden harten Kämpfen bzw. Rankämpfen und die letzten 2 Runden doch sehr hart gegeneinander gekämpft, ist er jetzt vorbei an Lars Kisser. Ja. Lars Kisser sehen wir hier, hat auch schon einen kleinen Abstand wieder gewonnen. Das heißt, Alexander Merz da definitiv ein bisschen schneller unterwegs. Lars Kisser da doch sehr weit gerade innen gewesen. Kann auf jeden Fall das Tempo von Alexander Merz nicht ganz mitgehen. Ist da trotzdem auf einer aggressiven Linie unterwegs. Und hier sind wir bei Jano Koch gegen Julian Merz. Und hier ist es auch richtig eng geworden. Also da könnte gleich der nächste Lamborghini vorbeigehen. Diesmal an dem BMW von Puma Racing. Beziehungsweise von Jano Koch im Puma Racing Design. Allerdings Julian Merz jetzt eine leicht, ja, leicht nicht so gut erwischt die Kurve und deswegen sieht es jetzt so aus, als ob Marian Kunz da gleich einen Angriff starten könnte. Allerdings nein, es ist wieder so ein bisschen der Waffenstillstand. Allerdings heißt das rein gar nichts. Hier kann so viel passieren, so eng, wie die miteinander fahren. Auch Raphael Richter da hinten hat keine schlechten Chancen, wenn da vorne natürlich ein klitzekleiner Fehler passiert oder beim Kämpfen sich zwei Parteien gegenseitig ja, aus dem Rennen nehmen oder zumindest mal ein bisschen behindern. Vorsichtig ausgedrückt, dann ist Raphael Richter immer noch da, kann da die Position abgreifen. Ja, und das ist natürlich eine wichtige Sache und wichtig dafür, sich die Chancen im Rennen offen zu halten. Ja, aber Jano Koch jetzt auf jeden Fall wieder ein bisschen vorne. Kann wieder ein bisschen ja, sich reinmachen, die Luft hinter sich. Die Frage ist nur, wie lange das so bleiben wird. Und man hat gesehen, Lars Kisser ist jetzt auch gar nicht mehr so weit weg von Alexander Merz. Konnte sich wieder ein bisschen näher ranfressen. Genauso wie jetzt Julian Merz wieder. Na, ich glaube, Julian Merz sah nicht ganz 100% oder hat nicht die 100% perfekte Balance und macht immer wieder so klitzekleine Fehlerchen, bei denen dann immer wieder Jano Koch ein bisschen wegfahren kann und Marian Kunz ein bisschen aufschließt. So auch aktuell wieder. Ja, und wir sind gar nicht drauf eingegangen, aber René Kriegsheim hat nach seinem Dreher eine Runde später sein Auto an die Box abgestellt. Und Marian Kunz da, boah, mit dem Fehler aufs Kies gekommen, hat ein bisschen, ja, das Auto verloren, konnte es aber noch gut fangen. Ja, hat aber jetzt dadurch natürlich sehr viel Zeit verloren und das könnte Julian Merz jetzt richtig in die Karten spielen, denn jetzt muss er sich nicht mehr nach hinten konzentrieren, sondern kann volle Attacke nach vorne geben, ohne Angst zu haben, dass da Marian Kunz sich einen Vorteil daraus erlauben kann.
Ja, und das ist natürlich schlecht für Jano Koch. Und Jano Koch war da jetzt auch gerade ein bisschen auf dem Gras. Und Julia Merz ist dran. Julia Merz ist dran. Bremst sich da richtig innen rein und ist jetzt neben Jano Koch. Das war eine super Aktion auf der Bremse. Jano Koch da aufs Gras gefahren, beziehungsweise auf den grünen Teppich. Jetzt hier zusammen durch die letzten Kurven. Julia Merz jetzt die Innenseite. Muss da natürlich Jano Koch Platz lassen zum Überleben, aber ist jetzt mit der Nase vorne, kann die letzte Kurve nehmen und ist vorne. Jetzt hat er es geschafft, sich an Jano Koch vorbeizukämpfen. Und ja, jetzt könnte es erstmal so bleiben, denn Jano Koch sah tendenziell ein bisschen langsamer aus als Julian Merz. Der einzige Fakt ist, dass Julian Merz ein bisschen mehr Probleme mit dem Auto hat als Jano Koch, da also die Konstanz nicht ganz so vorhanden ist. Ja, und jetzt sind wir wieder bei der Spitze. Da Lars Kisser immer noch an Alexander Merz dran. Allerdings in einem kleinen Abstand, aber wie gesagt, dieser kleine Abstand ist auf keinen Fall groß genug, um da irgendwelche Überholmanöver oder Kämpfe auszuschließen. Da muss nur ein kleiner Einfluss passieren und dann ist dem schon so. Und Jano Koch hier mit seiner Stoßstange fast im Diffusor von Julian Merz. Also diese Dreiergruppe ist durch den Positionstausch von Jano Koch und Julian Merz ja wesentlich enger zusammengeraten. Quasi der Abstand zu Julian Merz zwischen Marian Kunz ist leicht größer geworden und in die Mitte hat sich halt noch Jano Koch gesetzt. Also da jetzt doch noch ein bisschen ja, Potenzial in dem Duell. Bisschen Salz in der Wunde quasi. Aber jetzt sieht es eher nach einem teaminternen Duell aus. Julian Merz kann sich da so leicht absetzen. Und Marian Kunz da aber innen auf dem Randstein ein bisschen gesprungen und abgehoben, damit jetzt ja ein bisschen Zeit verloren auf Jano Koch, seinen Teamkollegen. Und Lars Kisser hat auch ein bisschen wieder Boden verloren auf Alexander Merz. Also der Abstand ist leicht größer geworden. Allerdings sieht es so aus, als ob er diese Kurven jetzt gerade sehr gut bekommen hätte und den Abstand wieder ein bisschen verkleinert hätte. Aber der Abstand ist immer noch groß genug für Alexander Merz, dass er sich so ein, naja, wirklich ein hauchdünnes Sicherheitspolster geschaffen hat. Zumindest so hart, dass er, also so groß genug, dass er nicht seine Linie anpassen muss und defensiv fahren muss. Also das muss er bisher noch nicht. Er kann weiterhin voll in Angriff fahren, weil Lars Kisser einfach ein Tickchen zu weit weg ist, um da Angriffe zu setzen. Wer nicht mehr lange zu weit weg ist, ist aber Rafael Richter. Der hat sich jetzt ja sportlich rangefahren an Marian Kunz. Mal gucken, ob da für ihn noch was gehen kann. Und ja, im hinteren Bereich ist nicht so viel los. Da Mikczynski neben der Strecke, immer noch neben der Strecke, jetzt wieder auf der Strecke. Also da muss ein kleiner Fehler passiert sein. Ja, und also die Top 5 sind gerade die spannendsten Duelle, wobei jetzt tatsächlich der Abstand zu Lars Kisser einfach zu groß geworden ist. Also, da sieht es für Alexander Merz für einen Re zu, also für ein, nach einem richtig guten Rennen aus bisher. Auch mal wieder schadensfrei durchgekommen. Ja, nach seinem letzten Rennen, das ja schon sehr chaotisch gelaufen ist, auch mit den Strategiefehlern von beiden im Team, durch die Dreher am Anfang, ja, natürlich nicht das Ergebnis rausgefahren, das sie gerne gehabt hätten. Deswegen Alexander Merz heute auch nicht mit ganz so viel Gewicht unterwegs
wie man es denn erwartet. Aber es ist auf jeden Fall. Darauf habe ich leider keine Antwort. Es ist auf jeden Fall immer noch mehr Gewicht, als Lars Kisser bei sich hat. Und das hat natürlich Auswirkungen. Also die Kurvengeschwindigkeiten leiden natürlich ein bisschen, wenn man mehr Fliehkraft hat. Dann ist es natürlich auch so, dass die Reifen mehr zu arbeiten haben, wenn mehr Gewicht auf das Auto wirkt. Aber klar, das ist die Hauptkraft eigentlich, die Hauptsache eigentlich, dass eben die Fliehkräfte natürlich durch mehr Gewicht stärker sind und man deswegen die Kurven langsamer fahren muss, was natürlich ein bisschen Zeit kostet. Genau, und da ist natürlich Lars Kisser so ein bisschen im Vorteil. Aber das scheint Alexander Merz heute nicht zu stören. Da Lars Kisser so ein bisschen im Gras gewesen jetzt. Ja, auf jeden Fall aktuell Alexander Merz doch durchaus im Wegziehen. Also da der Abstand vergrößert sich enorm. Also nicht enorm, aber er hält sich auf jeden Fall gleich und da hat Lars Kisser aktuell keine Chance aufzuschließen. Tja, gerade eben habe ich es gesagt und jetzt ist Lars Kisser dran und jetzt ist er aber sauber auch schon richtig dran. Also gerade eben war er sogar schon mit der Schnauze am Heck, aber jetzt erstmal wieder ein bisschen dahinter, aber da hat er den Ausgang wirklich viel, viel besser erwischt als Alexander Merz und da jetzt wieder, ja, kein Abstand quasi zwischen Platz 1 und Platz 2. Das heißt, jetzt, kurz vor Halbzeit, geht's da um die Wurst. So, aber jetzt ist der Abstand, also das war wohl ein kleiner Fehler von Alexander Merz, den er aber jetzt auch schon wieder ausgemerzt hat, da der Abstand jetzt schon wieder gewachsen ist. Also doch alles unter Kontrolle für Alexander Merz. So sieht es auf jeden Fall aus. Denn jetzt hat er auch schon wieder den Abstand rausgefahren. Seine kleine Onboard-Sicht, beziehungsweise die Onboard-Sicht von Alexander Merz. Ein bisschen korrigiert in die Kurve rein auf das Ziel. Ja, und hier sieht man schon im Lamborghini, dass da kein Mittelspiegel zur Verfügung steht, kein Innenspiegel. Ja, deswegen da Lars Kisser gerade in der Kurve, also auf der Geraden nichts sehen gewesen. Und jetzt sind wir bei Lars Kisser. Der sieht Alexander Merz natürlich richtig gut. Der würde sich gerne so ein Fadenkreuz auf die Scheibe malen. Ja, denn sein Ziel ist in Sicht, definitiv. Muss nur noch ein bisschen näher kommen. Wieder ein bisschen näher kommen. Jetzt in der Kurve sieht man natürlich sehr gut, wo Lars Kisser ist. Und man sieht aber im Spiegel dann auch, dass der Abstand eigentlich noch handelbar ist. Und da war aber ein großer Übersteuer, hat einen großen Quersteher gehabt und Lars Kisser ist da jetzt aber auch schon wieder dran. Das war eine Einladung, eine offensichtlich große Einladung für Lars Kisser. Hey,
und fahre neben mich. Und da der Fehler von Alexander Merz. Der Fehler von Alexander Merz, der hat ja die Kurve nicht bekommen, musste ausweichen über die Auslaufzone. Jetzt Lars Kisser wirklich richtig dran. Und dann kann man auch drüber diskutieren, ob das denn ein Abkürzen und ein Vorteil erhaschen war von Alexander Merz. Aber Lars Kisser ist auf jeden Fall dran, fährt da auch ein bisschen Schlangenlinie, bremst sich innen rein und ist auf einer Höhe und vorbei mit Alexander Merz. Alexander Merz hat auch eine Slowdown-Strafe vom Spiel bekommen. Musste da runterbremsen. Dadurch ist natürlich ein riesiger Abstand zu Lars Kisser. Jetzt Lars Kisser also wieder in Führung. Alexander Merz auf dem zweiten Platz und halt leider deutlich auf dem zweiten Platz, aber immer noch vor Jano Koch und da natürlich auch deutlich vor Jano Koch. Also man sieht Jano Koch nicht mal. Die beiden wirklich am Dominieren des Rennens. Ein riesiger Abstand. Timo Merz währenddessen im Drift durch die Kurve, aber ja, Driften ist halt nicht schnell, sieht man, 13. und letzter Platz. Mikczynski davor auf dem 12. Platz, fährt er sehr, sehr weit raus. Florian Krachel auf dem 11. Platz, Guido Wille auf dem 10. Platz aktuell. Dann Enrico Kriegsheim auf dem 9. Platz, hinter Karl Kaufmann auf dem 8. Alexei Cebula auf dem 7. Platz. Und Raphael Richter auf dem 6. Platz da vorne. Die Plätze sind unverändert, nachdem Lars Kisser jetzt Alexander Merz überholt hat. Ja, und das ist natürlich sehr, sehr, sehr bitter jetzt für Alexander Merz. Nachdem er so lange dann doch konkurrenzfähig vorne mitgehalten hat und auch die Führung hatte, jetzt sie wieder so verloren zu haben. Aber natürlich können solche Dinge passieren und die sind natürlich auch wieder passiert und ja, ist halt blöd gelaufen, Lars Kisser, aber vorne. Und jetzt der Kampf Alexei Cebula gegen Karl Kaufmann, das Markenduell. Die beiden, ja, Schwesterautos sind ja dieselben quasi, beziehungsweise die gleichen Autos, aber natürlich mit anderen Setups, wir haben es in der Vergangenheit schon gesehen. Oftmals Nocturne Racing mehr auf den Höchstspeed, auf den Topspeed ausgelegt als VCR Racing. Ja, und die duellieren sich jetzt natürlich auch durch die S's. Hat natürlich einer von beiden einen fahrzeugtechnischen Vorteil. Höchstens eben VCR Racing durch das Setup. Oder eben auch andersrum, je nachdem. Und jetzt nach der Geraden, Karl Kaufmann auf jeden Fall wieder sehr, sehr nah dran. Also das spricht dafür, den Esses nach meinem Empfinden ein bisschen verloren. Und jetzt wieder richtig dran am Diffusor vom Z4 von Alexei Cebula. Und jetzt auf der Geraden eventuell das Überholmanöver im Windschatten ransaugen. Die erste Kurve natürlich nicht, die zweite Kurve natürlich nicht. Aber die Anbremszone auf die dritte Kurve kann eine große Chance sein, eventuell aber zu viel verloren, weil er zu nah dran war an Alexei Cebula durch Kurve 1 und 2, durch die Vollgas, beziehungsweise nicht Vollgas, aber doch sehr schnelle Rechts-Links-Kombination vor Kurve 3. Wenn er natürlich zu nah dran ist und auf seinen Vordermann aufläuft, da muss man im Zweifel vom Gas gehen und das kostet natürlich viel Zeit und so sah das für mich aktuell gerade aus. Aber Karl Kaufmann zum jetzigen Zeitpunkt des Rennens sichtbar der schnellere von den beiden. Und wer dann nicht mehr ganz hinterherkommt, ist Enrico Kriegsheim in seinem Mercedes. Der ist zwar da, aber er hat schon einen großen Abstand oder einen größeren Abstand zu den beiden, wobei Karl Kaufmann jetzt deutlich verloren hat und dadurch wieder so ein bisschen im Gleichgewicht in der Mitte ist und da reitet ein Ferrari geradeaus, also muss der Timo Merz sein, ist ja der einzige Ferrari im Feld, hat da die Kurve definitiv nicht bekommen. Und da im Hintergrund sieht man Julian Merz, der an die Box fährt. Und hier
Das Fahrzeug von Alexander Merz, das immer noch den deutlich zu großen Abstand zu Lars Kisser hat. Zu groß natürlich immer im Sinne der Action. Ja, da Julia Merz jetzt auf jeden Fall an Box, hat gerade den Platz gegen Raphael Richter verloren. Dahinter direkt Timo Merz überrundet. Er hat doch einen recht großen Abstand noch. Und dahinter kommt dann erst Karl Kaufmann, aber Julia Merz steht immer noch in der Box. Jetzt fährt Julia Merz los. Das könnte eng werden mit Karl Kaufmann. Es hat er natürlich immer noch Geschwindigkeitsbegrenzung. Karl Kaufmann da Vollgas um die Kurve. Und jetzt Julia Merz kann beschleunigen. Karl Kaufmann locker vorne. Und da so ein bisschen die Frage gerade, wo dann Cebula und Kriegsheim hin sind. Möglicherweise eben auch an die Box gefahren. Wahrscheinlich sogar auch an die Box gefahren. Alles andere könnte ich mir nicht erklären. Und hier vorne Jano Koch unterwegs, der damit wieder die dritte Position geerbt hat. Ja, und dann entscheidet sich natürlich, welche Strategie geht sich aus, denn die Halbzeit haben wir mittlerweile überschritten und ja, Julia Merz ist jetzt an die Box gefahren. Der Rest oder viele an der Spitze gerade, Lars Kisser nicht, Jano Koch nicht, Marian Kunz nicht, auch Alexander Merz ist nicht an die Box gefahren. Aber tut es jetzt, also Alexander Merz auch an der Box, okay. Das heißt, beide Slow-For Win Racing gehen an die Box und jetzt Jano Koch. Geht Jano Koch an die Box? Geht Marian Kunz an die Box? Nein, die fahren beide weiter, genau wie Lars Kisser. Das heißt jetzt aktuell von der Position her wird es sein Lars Kisser, Jano Koch und Marian Kunz. Ja, und dann ist die Frage, wo kommt Alexander Merz raus? Karl Kaufmann auf jeden Fall jetzt laut Hardliste auch an der Box gewesen. Deswegen jetzt wieder Julia Merz vor Raphael Richter. Und hier ist Karl Kaufmann, der jetzt an die Box geht. Also da im hat irgendwelche komischen Anzeigen. Auf jeden Fall jetzt Julia Merz vorbei an Karl Kaufmann. Karl Kaufmann jetzt gerade an die Box gegangen. Und Alexander Merz ist da. Vor Timo Merz auf der Strecke, vor Julia Merz auf der Strecke. Also, es ist jetzt, wie das hat anzeigt. Also jetzt ist es wieder alles richtig. Lars Kisser ist auf der ersten Position vor Jano Koch, vor Marian Kunz. Und dieser wiederum ist in großem Abstand vor Alexander Merz, der in Parallelflug mit seinem Teamkollegen Julia Merz auf der Strecke fährt. Ja, und dahinter dann Raphael Richter, Alexei Cebula, Enrico Kriegsheim und Karl Kaufmann, also da dann auch wieder die richtige Reihenfolge, beziehungsweise ja, die drei wieder beieinander. So, nachdem wir die Halbzeit abgeschlossen haben, wird dann auch gleich Lars Kisser die 20. Runde beenden. Da hinten sieht man's, oder hat man ihn gesehen, wie er auf Stadtziel fährt. Und jetzt über die Stadtziellinie gefahren, das sieht man immer ganz schön. Der Führende fährt über die Stadtziellinie, sobald das hat eine Runde weiterspringt. Ja, und Marian Kunz ist jetzt quasi der einzige Verfolger seines Teamkollegen Jano Koch, der da ein bisschen aufs Gras kommt. Aber aktuell der Abstand zu groß. Da kann Marian Kunz aktuell keinen wirklichen Druck auf Jano Koch ausüben. Natürlich ein bisschen diese Nähe ist ein leichter Druck, aber gerade Fahrer wie Jano Koch können damit doch sehr gut umgehen, sind sie auch gewohnt, ständig eben diesen Druck zu haben. Gerade aus Zeiten wie GTE-Liga oder zweite GT3-Liga, beziehungsweise erste GT3-Liga,
mit seinen Duellen mit Alexander Merz. Wo doch sehr, sehr enge und dauernd, beziehungsweise sehr, sehr lange und enge Duelle gang und gäbe waren. Und hier sieht man ihn. Ja, ist jetzt ein bisschen im Nichts unterwegs, also vor ihm nichts, hinter ihm nichts. Das nächste, was hinter ihm kommt, ist an seinem Teamkollege. Im Hintergrund hat man ihn gesehen. Aber der Abstand zu seinen Vordermännern, also zu Marian Kunz in dem Falle, die sind doch, der ist doch sehr groß. Also wirklich, wirklich groß tatsächlich. Man sieht hier in den S's nichts zu sehen. Dann kommt er. Und dann kommt sein Teamkollege. Ja, aber er hat 30 Minuten, um diesen Vorteil von frischen Reifen rauszuholen. Und auf Silverstone kann ich mir tatsächlich vorstellen, durch die ganz vielen schnellen Kurven mit den ganz vielen Lastwechseln, dass frische Reifen doch einen sehr, sehr großen Unterschied machen können. Ja, und eine halbe Stunde frische Reifen, vielleicht, wer weiß, durchaus möglich, dass das einen Unterschied macht oder einen großen Unterschied macht. Ja, ob der allerdings groß genug ist dann, um den Abstand zu Marian Kunz, Jano Koch und vor allen Dingen für Alexander Merz, Lars Kister wieder zuzufahren, ist halt die andere Frage. Hier sieht man auf jeden Fall wieder den Kampf Alexei Cebula gegen Enrico Kriegsheim gegen Karl Kaufmann. Jetzt halt Kriegsheim hinter Cebula und Karl Kaufmann ein bisschen abgeschlagen zurück. Aber Kriegsheim will es auch wissen. Ist da doch jetzt schon am Attackieren bzw. sehr nah dran. Auf jeden Fall in Schlagdistanz. Da hat es ein bisschen gestaubt, aber nicht weiter tragisch. Und Enrico Kriegsheim hat da wieder mehr Boden auf Cebula verloren, deshalb ist Kaufmann wieder näher dran als ja, Kriegsheim an Cebula. Und Cebula, oh, ich wollte gerade sagen, Cebula da sehr, sehr eng mit Kriegsheim und da gab es die Kollision. Cebula hat sich mit Kriegsheim dadurch die Esses duelliert und es ist nicht gut gegangen. Da Kriegsheim dann letztendlich der den Kürzeren gezogen hat. Und ja, da werden wir hoffentlich nochmal eine Replay sehen, denn ja, für mich sah das aktuell doch wie eine ganz normale Rennkollision aus, beziehungsweise beide da halt nebeneinander und irgendwo hat der Platz nicht gereicht, aber das werden wir nochmal enger ansehen müssen, denn beziehungsweise von näher dran, denn die Kamera da in den S's ist doch sehr weit eben weg und nicht so ganz an den Tatsachen, beziehungsweise am Geschehen dran, so dass ich das wirklich richtig beurteilen könnte. Hier sehen wir auf jeden Fall wieder das Duell zwischen Jano Koch und Marian Kunz, also die beiden Teamkollegen vom Puma Racing, gegeneinander. Und jetzt sieht es doch sehr viel besser aus für Marian Kunz als vorhin. Also da doch schon sehr viel näher beieinander. Und Florian Krakel da eine Überrundung, beziehungsweise eben schon überrundet worden. Und damit der zweite Überrundete im Feld.
Ja, und eventuell kann Marian Kunz dann sogar seinen Teamkollegen noch gefährlich werden. Auch in der letzten GT3-Liga gab es ja immer so Momente, wo dann Marian Kunz auf einmal extrem stark war und so gegen Ende tatsächlich Jano Koch noch überholt hat. Und jetzt ist Marian Kunz gut durch die Kurve gekommen. Keine Wagenlänge mehr an Abstand. Auf jeden Fall, ja, jetzt ist die Wagenlänge wieder da, aber trotzdem im Windschatten. Jetzt kann es natürlich bei zwei baugleichen Autos mit wahrscheinlich ähnlichen Setups doch schnell passieren, dass da ein Positionswechsel erfolgt. Aber hier auf jeden Fall noch nicht. Beide erwischen die Kurve gut. Und keiner schließt da wirklich auf bzw. fährt weg. Aber heute kann uns keiner erzählen, dass die Rennen an der Spitze nicht spannend sind. Also tatsächlich auch im Vergleich zu den letzten Rennen nochmal wieder wirkliche Spannung die ganze Zeit über an der Spitze oder in den ersten Positionen. Das hatte es teilweise in den letzten Rennen nicht gegeben. Umso mehr freut es natürlich sehr, dass auch der Ausgang des Rennens nicht schon von Anfang an klar ist. Ja, und natürlich auch für Alexander Merz muss es noch nach vorne gehen, denn so langsam wird die Luft eng, um eben in dieser Liga auch noch einen Sieg zu holen. Normalerweise Alexander Merz ja immer mindestens ein Sieg pro Meisterschaft. Ja, und hier bleibt dann nicht mehr so viel Luft danach. Also nach dem Rennen in Silverstone kommt natürlich noch Barcelona. Ja, und nach Barcelona bleibt dann lediglich noch Spa. Also auch noch zwei geile Strecken, die übrig sind nach Silverstone. Mein persönlicher Favorit natürlich Spa. Auch ein wohlverdientes Finale. Und hier sind wir jetzt wieder bei Karl Kaufmann. Der hat deutlich den Boden auf Alexei Tsibor verloren. Aber nach der Kollision auch einen großen Abstand auf Enrico Kriegsheim. Und hier sehen wir die Replay von Lars Kisser, nicht Lars Kisser, sondern Enrico Kriegsheim, der hier nach Kops doch deutlich aufgeschlossen ist und hier schon an Alexei Tsibuda mit der Spitze vorbeigeht. Hier sehr, sehr weit innen ist und sich hier weit raustreiben lässt und direkt einlenkt und dadurch, ja, ist schwierig zu sagen. Aus seiner Position sieht es ein bisschen so aus, als ob er ihnen einfach nicht genug Platz gelassen hat durch die Esses und dadurch den Platz verloren hat. Wir werden es gleich hoffentlich natürlich jetzt sehen, bis aus Alexei Tsibulas Sicht. Er sieht ihn nur im Rückspiegel, sieht, dass er da vorbeikommt und sieht auch jetzt, dass er vorbei ist. Bleibt da ganz innen, lenkt auch hier so, dass er ganz außen ist, lenkt hier auch schon innen ein, aber er ist innen eigentlich auf der innersten Linie. Ja, ist eine schwierige Situation, kann man tatsächlich als Rennzwischenfall, denke ich, abstempeln. Denn prinzipiell hätte Cebola da innen Platz gehabt, glaube ich. Aber er ist ein Tickchen
Tickchen nach rechts gekommen, was ganz normal ist, auch durch den Curb, aber Kriegsheim dadurch durchaus der den Platz hätte lassen müssen. Hier hat man gesehen, dass er da weggekommen ist. Und ja, Karl Kaufmann konnte Kriegsheim da nicht mehr richtig ausweichen, gab einen leichten Stups auf die Motorhaube. Ja, und jetzt geht's weiter im Duell zwischen Jan Koch und Marian Kunz. Marian Kunz da ja immer noch nah dran, aber immer noch auch nicht richtig nah dran. Also da geht es doch deutlich enger noch, haben wir vorhin auch schon gesehen. Und aber trotzdem ein schöner Parallelflug von zwei Teamkollegen. Und man kann hier nicht sagen, dass Marian Kunz nicht gerne vorbei würde, denn wir wissen, Marian Kunz würde gerne vorbei. Das heißt, es ist jetzt nicht so teamintern, ja, ich fahr vorne und du fährst hinter mir her, aber ohne Kampf, ohne Überholen. Nein, so ist es nicht. Haben wir in der Vergangenheit schon gesehen. Und was ich auch gerade gesehen habe durch die Esses ist, dass der Abstand zu Alexander Merz echt klein geworden ist. Im Hintergrund haben wir ihn gerade schon wieder durchs Bild flitzen sehen. Also Alexander Merz jetzt schon wieder in Sichtweite. Und wenn wir überlegen, wie groß der Abstand vorhin noch war, dann ist es doch jetzt eine deutliche Verbesserung. Und das war jetzt in 10 Minuten. Das heißt, was wir dann in weiteren 10 Minuten sehen, und die Reifen von Marian Kunz, Jano Koch und Lars Kisser bauen ja immer weiter ab. Natürlich, die von Alexander Merz bauen auch ab, aber halt immer noch in dem Maße, wie sie natürlich nach den ersten 10, 15 Minuten des Rennens abgebaut haben. Ja, und da waren sie mit Sicherheit deutlich besser. Und es ist halt normal, dass die Reifen gegen Ende so eine Klippe haben. Wenn sie über die Klippe gefallen sind quasi, dann wird der doch deutlich schlechter, der Reifen. Und wir dürfen echt gespannt sein, denn da hinten sieht man jetzt schon, das sind nicht mal mehr 3 Kurven, die da an Abstand sind. Da, nur noch eine Kurve in dem Falle oder 2 Kurven. Ja, und jetzt sind wir on board bei Marian Kunz. Ja, hier kann Marian Kunz aber halt wirklich nicht aufschließen. Also das ist halt ein großes Problem. Er fährt dasselbe Tempo wie sein Teamkollege Jan Koch, aber er fährt eben nicht schneller. Höchstens einen kleinen Ticken langsamer teilweise. Und es ist immer so ein bisschen schubweise, kommt er näher dran, dann verliert er aber auch wieder Zeit. Ja. Hier auf der Geraden eventuell für Marian Kunz wieder so ein bisschen die Chance, sich ranzusagen, beziehungsweise hier einfach sich ranzubremsen. Sieht auch sehr aggressiv aus, wer da die Kurve fährt. Und Jano Koch wäre ein bisschen deutlicher auf dem Gras, beziehungsweise auf dem Teppich. Ja. Und ich weiß es nicht, also ich lege mich noch nicht fest, dass hier nichts mehr passiert, aber aktuell sieht es auf jeden Fall nicht danach aus, als ob Marian Kunz hier wirklich noch den Angriff auf Jano Koch startet. Oder starten kann, besser gesagt, bei dem Abstand. Jetzt kommt er natürlich wieder deutlich näher dran. Ja, und wer so ein bisschen meinen Mitstreiter vermisst, da hat es schon lange, lange Zeit mit Mikrofonproblemen zu kämpfen. Wir haben gerade mal wieder so ein bisschen was gehört, aber da nicht viel zu hören. Ist natürlich auch schade dann für ihn. Aber wir schaffen das auch ganz gut so alleine, habe ich zumindest das Gefühl. Genau. Und ja, hier, wie gesagt, das Duell, der Marian Kunz hat jetzt gefühlt auf jeden Fall wieder sehr viel Boden gut gemacht. Aber die wirkliche krasse Sache, und das wissen die beiden, also spätestens jetzt sehen die beiden das, ist im Rückspiegel Alexander Merz. Da ist nicht mal mehr wirklich viel Abstand. Also
das ist in einer oder zwei Runden ist der zugefahren, so schnell, wie sich das gerade schon transformiert. Und je nachdem, wo man es halt natürlich sieht, sind die Abstände hier. Selbst in den S's ist der Abstand höchstens eine Kurve. Das ist gar nichts. Das dauert ja wirklich, wirklich nur noch eine Runde höchstens. Da überhaupt keinen Abstand mehr zu sehen. Also die Reifen von Marian Kunz und Jano Koch, die müssen sowas von fertig sein. Das ist ja abartig, wie viel schneller da Alexander Merz angeflogen kommt. Da fragt man sich dann, vielleicht war es tatsächlich eine Fehlentscheidung von Lars Kisser, Jano Koch und Kunz da nicht zu wechseln. Wir werden es dann sehen, Lars Kisser, wie es dann bei ihm aussieht. Also ich glaube, hier für Alexander Merz wird das überhaupt keine Schwierigkeit darstellen, an Marian Kunz und Jano Koch vorbeizugehen. So spielrig leicht, wie er auf die beiden aufholt. Und jetzt ist er schon richtig dran. Vielleicht sogar am Ende der Kurve, also am Ende der Geraden in die Kurve rein, in die Überholmöglichkeit, die beste auf der Strecke, würde ich mal fast sagen. Denn hier im Windschatten ist er schon soweit. Er schert aus, Marian Kunz behält die Innenseite und Alexander Merz verbremst sich da. So verliert man natürlich wieder Zeit. Das ist natürlich ärgerlich, weil es von ihm vielleicht ein bisschen zu übermotiviert, einfach zu sehr mit dem Gedanken, okay, ich muss jetzt vorbeigehen. Hat ihm natürlich wieder Zeit auf Lars Kisser gekostet. Ja, man muss natürlich sehen, Marian Kunz und Jano Koch sind nicht seine wirklichen Gegner, sein wirklicher Gegner, indem er sich jetzt schon quasi 20 Minuten im Fernduell befindet, ist ja Lars Kisser. Ja, und auf den hat das natürlich jetzt wieder Zeit gekostet. Hey, wake up! So, jetzt hier auf die letzten Kurven zu, kann es aber schon gehen, vielleicht in die letzte Schikane rein oder in die Schikane rein. Jetzt setzt er sich schon neben Marian Kunz und spielerisch leicht. Ich glaube, Marian Kunz hat sich auch nicht wirklich gewehrt, oder wenn er sich gewehrt hat, dann war es halt ja nicht mehr viel, was er tun konnte. Auf jeden Fall Alexander Merz jetzt schon vorbei an Marian Kunz. Der nächste wird dann eben Jano Koch sein. Und auch da gebe ich Jano Koch nicht viel Zeit, die er noch vor Alexander Merz verbringen kann. So wie er jetzt schon an Marian Kunz vorbeigegangen ist. Und wir sehen die nächste weiße Gefahr, die nicht von Marian Kunz ausgeht, sondern dahinter, hinter dem blauen Audi, ist es schon der Lamborghini von dem Teamkollegen von Julian Merz. Aber jetzt hier erstmal außenrum, hier der nächste Versuch, diesmal nicht von der Strecke gefahren, diesmal nicht verbremst, jetzt schon die Innenseite, aber Jano Koch macht dazu und kann somit erstmal vorne bleiben. Jetzt geht's auf Kops zu, über die alte Stadtzielgerade, eine gefährliche Kurve, gerade im GT-Auto überholen eigentlich nicht möglich. Jano Koch verteidigt innen, aber gibt damit die gute Linie auf, eigentlich die gute Linie für die Kurve von außen nach innen anfahren. Ja, und hier Jano Koch fast chancenlos, also er ist immer noch vorne, aber man sieht definitiv, dass er nichts tun kann. Er ist auch schon auf die Innenseite gefahren, so ein bisschen, und ja, kann da gegen Alexander Merz nicht annähernd mithalten. Und ja, der nächste ist schon der weiße Lamborghini von Julian Merz. So, und jetzt Alexander Merz, 11 Minuten noch Zeit, wahrscheinlich 12, um auf Lars Kisser aufzuholen. Und Marian Kunz nutzt die Gunst der Stunde und versucht da an Jano Koch vorbeizugehen, sitzt innen. Und Jano Koch kürzt da aber extrem ab. Oh, das ist natürlich bitter. Also da durchaus möglicherweise
das Überholmanöver vereitelt durch das Geradeausfahren über das Gras. Da weiß ich nicht, inwiefern das bestraft bzw. angezeigt wird, da es ja auch ein teaminternes Duell ist. Ob das Team dann letztendlich darauf verzichtet. Auf jeden Fall trotzdem das Duell jetzt wesentlich enger als vorhin. Möglicherweise jetzt in den letzten 10 Minuten dann Marian Kunz doch noch bereit, an Jano Koch vorbeizugehen. Ja, und Alexander Merz, ich wollte es gerade ansprechen, ist jetzt auf der Mission seines Lebens in den letzten 10 bis 11 Minuten, beziehungsweise 10 bis 12 Minuten, wenn es wirklich hart läuft und Kisser in der letzten Sekunde die Linie überquert. Ja, muss er noch einen großen Abstand zu Lars Kisser zufahren. Aber wie groß der Abstand jetzt schon von Alexander Merz auf Jano Koch geworden ist, ich sag mal, es ist noch nicht unmöglich, auch wenn Lars Kisser doch deutlich weit weg ist. Ich weiß nicht, ob wir vielleicht nochmal die Zahlen haben werden oder die Sicht sehen werden von Lars Kisser, wie groß der Abstand ist zu Alexander Merz. So, hört man mich vielleicht jetzt wieder? Und ja, nachdem fieberhaft gearbeitet wurde, um die Probleme von meinem Kollegen zu beheben, ja, ist es soweit. Er ist wieder da und kann die letzten 8 bis 10 Minuten des Rennens noch mitkommentieren. Das ist doch schön. Ja, wir haben Kollisionen gesehen, ne? Ja, eine. Also im gesamten Rennen bisher eine Kollision. Ist doch eine sehr, sehr gute Bilanz. Eben zwischen Alexei Cebula und Lars Kriegsheim. Ja. Nein, Enrico Kriegsheim. Was ist denn mit dir los? Ich habe jetzt eine Stunde nicht hören können und hat sich nichts verändert. Nein, also die beiden Brüder sehen ja fast gleich aus, ne? Vom Namen her. Lars Kisser und Enrico Kriegsheim sind keine Brüder. Nee, aber die beiden Kriegsheim. Ach gut, und die beiden Puma, ja gut, die haben Lackierungs... Lackierungs... Ähnlichkeiten, genau, ja. Auf jeden Fall sind sie das krasse groß. Gegenteil. Man könnte sagen, Männlein und Weiblein. Oder was auch immer. Also halt gegenteilig. Der eine in weiß, der andere in schwarz. Oh. Mal gucken, ne, ob die beim Pumas noch irgendwie vom Podest verscheucht werden. Definitiv, so. Also ich würde sagen, definitiv, ohne da jetzt die Spannung vorwegnehmen zu wollen, aber Julian Merz da im extremen Anflug, ähnlich wie Alexander Merz, auf die beiden, da ja auch der Reifenvorteil deutlich zu spüren, auch der Abstand wird hier rausgefahren, im Sekundentakt werden mehrere Sekunden rausgefahren quasi, naja, so krass nicht, aber wir sehen jetzt, wo Alexander Merz jetzt ist, nach nur wenigen Minuten oder einer Minute, wie krass der Abstand gewachsen ist. Richtig. Ist ja schon fast nicht mehr sichtbar hier auf der Einstellung. Gerade um die Kurve und der Rest ist noch da hinten. Also ohne da wirklich jetzt die Spannung vorwegnehmen zu wollen, aber ich glaube nicht, dass Marian Kunz und Jano Koch da lange, lange gegen Julian Merz gegenhalten können. Mal gucken, bin ich und gespannt. Hier in die letzte Kurve, letzte Schikane, Julian Merz außenrum. Und ja, da ist er schon vorbei. Marian Kunz kann da nichts gegen machen. Auch jetzt beim Rausbeschleunigen sieht man, wie Marian Kunz einfach chancenlos ist. Da ist keine Möglichkeit für ihn, auch nur näher ranzukommen oder sich ranzusaugen. Einfach der Grip-Vorteil von Julian Merz ist so groß. Ja, und das wird auch Jano Koch jetzt gleich zu spüren bekommen. Da hätte sich der Einstopp doch durchaus eventuell gelohnt oder wäre ein Gedanke wert gewesen für die Puma Racing Fahrer. Ja, aber da muss man natürlich sagen, diesmal oftmals ist ja der Einstopp
die falsche Variante und diesmal Puma Racing ist natürlich beim Winning Team quasi geblieben oder beim Running System, wie man so gut sagt. Ja, und Too Slow for Win Racing hat sich gedacht, nee, wir glauben nicht daran, dass man mit dem Nullstopp durchkommt. Wir machen den Einstopp und ja, es hat sich jetzt richtig erwiesen. Der Mut hat sich ausgezahlt irgendwo. Und da ist die Frage, ob Alexander Merz eben dann auch noch an Lars Kisser vorbeikommt. Dann hätte es sich nämlich richtig ausgezahlt. So hat sich es auf jeden Fall gegen das Puma Racing Team bewährt. Ja, aber man muss natürlich auch sagen, zum Zeitpunkt des Boxenstopps war Alexander Merz schon wieder hinten. Das heißt, das wäre natürlich noch ein Bonus, ein krasser Effekt, wenn Alexander Merz wieder, also dann vor ihm ins Ziel kommen würde, dann hätte sich der Einschub auf jeden Fall richtig gelohnt. Aber man sieht auch schon, Lars Kisser hier durchaus am Driften. Also das heißt, da auch die Reifen komplett fertig runtergefahren. Und hier soweit also der Abstand zu Alexander Merz, Ziellinie zu... Ja, es ist zu viel. Da glaube ich wiederum nicht dran, dass Alexander Merz das noch schaffen wird. Aber, wie gesagt, die Reifen fallen zum Ende richtig runter. Man sieht es auch hier jetzt schon wieder, wie weit Julian Merz da weg ist von den beiden Puma Racing jetzt schon. Obwohl das Überholmanöver quasi gerade eine Runde alt ist. Also, erstaunlich. Es ist möglich. Die Reifen, die fallen wirklich gerade runter. Also da ist quasi auf der Karkasse fahren die Nullstopper rum. Ja. Können wir gespannt sein. 4 Minuten ist halt wirklich nicht viel. Ich sag mal maximal 6 Minuten. Aber wenn es schlecht läuft für Alexander Merz, halt auch wirklich nur 4 Minuten. Genau. Sehen wir Cebula. So, und hier sind wir wieder bei Alexander Merz und da vorne Lars Kisser ist sichtbar. Er ist in Sicht. Also da auch definitiv wieder der Abstand groß rausgefahren zur vorherigen Runde. Aber jetzt ist höchstens die, also es ist definitiv, jetzt kann man sagen, 2 Minuten 30 sind noch übrig. Das heißt, Lars Kisser wird die Runde noch fertig fahren und dann noch eine hinten dran hängen. Das heißt, das hier ist jetzt die vorletzte Runde. Und in 2 Runden müsste Alexander Merz diesen Vorteil, diesen Abstand eben noch rausholen und dann zusätzlich noch überholen. Es wird schwierig. Man weiß nicht, wie krass die Reifen jetzt halt zum Schluss dann noch krasser abbauen oder ob das dann mittlerweile an einem Punkt angekommen ist, wo es einfach schlecht ist und nicht mehr schlechter geht. So, ich frage jetzt noch, weil ich ja teilweise auch einen schwarzen Bildschirm hatte. Lars Kisser war nicht an der Box, ne? Lars Kisser aber nicht an der Box, ne? Würde Alex nicht sagen, okay, gut. Dann gibt das auch alles einen Sinn. Also an der Box, also Lars Kisser war nicht an der Box, Jano Koch war nicht an der Box, Marian Kunz war nicht an der Box. Und ansonsten weiß ich, also Alexander Merz, Julian Merz, Raphael Richter, Karl Kaufmann waren an der Box, vom Rest weiß ich es gar nicht. Ja, aber da sieht man auf jeden Fall mit Alexander Merz und Julian Merz auf der 2 und 3. Dass es sich gelohnt hat, an die Box zu gehen. Und was für ein Abstand halt von Julian Merz auf Jano Koch und Kunz. Also Jano Koch und Marian Kunz ist schon deutlich, schon krass. Und hier sieht man einfach, ja, dass der Abstand echt winzig ist. Beziehungsweise halt echt klein ist und noch kleiner werden wird.
Über die letzte Runde. Und dann sind es noch knappe 10 Sekunden, bis die Zeit abgelaufen ist. Und das bedeutet dann die letzte Runde für alle Fahrer. Beziehungsweise alle Fahrer, die noch vor Lars Kisser sind. Beziehungsweise eben hinter Lars Kisser, aber auf der Strecke vor ihm, dürfen noch diese Runde zu Ende fahren und dann noch eine dranhängen. Alle anderen, die jetzt hinter Lars Kisser sind, eben nicht mehr. Die sind jetzt dann in der letzten Runde. Und nach den Esses sind es dann auch die letzten paar Meter für Lars Kisser und ich lege mich, glaube ich, nicht zu weit aus dem Fenster, wenn ich sage, dass das für Alexander Merz nichts mehr wird, aber der Abstand ist doch durchaus gering, wie vorhin dann auch mit Jano Koch. Eine Kurve in den Esses, eine Kurve in den Esses und hier dann auch eine gerade. Also eine oder zwei Runden mehr. Mehr hätte es definitiv nicht gebraucht für Alexander Merz und dann wäre er vorne gelandet. So weit, denke ich, kann man das sagen. Ja, und ja, ohne den Fehler von Alexander Merz und die rangehangene Slowdown-Penalty wäre mit Sicherheit ja das Ergebnis heute ein bisschen umgedreht gewesen. Also, Lars Kisser gewinnt hier in Silverstone. Alex kann leider nichts mehr tun, aber ja, Glückwunsch an Lars Kisser. P1 für ihn. Ja, und dann P2 für Alexander Merz, wohlverdient auf jeden Fall, gut gekämpft, gutes Rennen von ihm und auch sein Teamkollege Julian Merz sehr souverän gefahren, richtige Strategie gewählt, die beiden. Ja, und damit dritter Platz mit Abstand vor Jano Koch, der gegen seinen Teamkollegen standhalten konnte, der aber die ganze Zeit attackiert hat. Also einerseits Jano Koch, vierter Platz, wohlverdient und Marian Kunz, super hart kämpft gegen Jano Koch. Platz 5, auch wohl verdient. Florian Krachel auf dem 11. Platz, der ja, erste Überrundete. Danach Raphael Richter, der dann gegen Ende hin dann oder über das Rennen doch einen kleinen Abstand angehäuft hat, aber trotzdem krass ja, mitgehalten hat. Hier Timo Merz, der einzige zweifach Überrundete im Feld. Da wird dann hinterher auch noch geguckt werden müssen, woran das gelegen hat. McGinsky, der zweite Überrundete. Ja, und hier dann der Teamkollege von Raphael Richter, Karl Kaufmann, der dann auf dem 7. Platz das Rennen beendet oder beenden wird zum jetzigen Zeitpunkt. Direkt vor Enrico Kriegsheim. Ja, und dann ist da doch noch was vorgefallen mit Alexei Cibula. Der war die ganze Zeit eigentlich ja vor Karl Kaufmann sogar teilweise. Ja, und musste jetzt am Ende dann doch abreißen lassen oder hatte auch die Plätze verloren und ist auf dem 9. Platz aktuell und wird das Rennen auch auf dem 9. Platz beenden, direkt vor Guido Wille, der das auf dem 10. Platz beendet und damit sind wir soweit fertig, denn alle anderen Überrundeten wurden ja schon vorher abgewunken. So, Lauf 6 von 8 ist vorbei. Wir sind in Silverstone. Ja, wunderbar. Ne? Was ein Weltwunder. Ja, grüß dich, Julia Merz. Hi. Ein Podest. Ja, ich denke mal, dieses Mal ist es auch recht sicher. Zumindest hoffe ich das. Ja, Silverstone hilft also auch dir, oder wie? Ja, also es ist auf jeden Fall sicher. Also, ich hatte zwar richtig geile Zweikämpfe, aber eines der selten Rennen, wo ich mal keine Beschädigung habe, was auch, also es war ein richtig geiles Rennen. Eines der geilsten Rennen seit langem, ohne Beschädigung, geiler Zweikampf und geile Platzierung. Ja, richtig. Meisterschaft, Fahrerwertung, du bist jetzt natürlich hinter deinen Teamkollegen logischerweise, jetzt auch endgültig auf der 4. Das sind jetzt 5 Punkte zwischen euch, ne? Das ist nix.
Wie schwer denkst du, ist es denn so zu schlagen? Ja, auf jeden Fall schwer, aber wegen Silverstone, also ich hätte echt nicht erwartet. Ich habe ja gestern noch geredet in Previous-Konferenz vor meinem Podium und Silverstone war die Strecke, wo ich am wenigsten das erwartet hätte. Und direkt einen Tag danach schaffe ich es, was mich sehr freut, aber wegen der Meisterschaft, die ist mir eigentlich nicht so wichtig. Ob ich jetzt Dritter bin oder Vierter, ich meine, da geht es eh um nichts. Ich kann nur sagen, dass das Rennen heute sehr, sehr viel Spaß gemacht hat. Keine Beschädigung, geile Zweikämpfe. In Silverstone ist es irgendwie öfters mal Jano. Wir mögen es anscheinend in Silverstone nah aneinander zu fahren. Zweimal an der gleichen Stelle überholt. Einmal Jano, einmal Marian. Und der hat eine interessante Strategie. Und ja, war einfach cool, das Rennen. Okay. Nur eine Frage zur Fahrermeisterschaft. Genau. Zur Teammeisterschaft, das sind 150 Punkte, exakt. 186 brauchen, oder braucht Puma in dem Fall 187. Beziehungsweise ich befolge jetzt irgendwelche Misterzahl. 186 gibt es noch, ne, für zweimal Doppelsieg. Und 150 habt ihr Abstand. Deine Meinung? Ich muss es fragen, es tut mir leid. Ja, also ich sag mal, ich habe dazu gestern ja schon was gesagt, aber heute lief es ja mal echt gut. Also beide too slow for Wind Racing vor Puma. Leider hat es heute wieder nicht geklappt mit dem Sieg, aber ich meine, dem Namen entsprechend, ne? Ansonsten, ja, was soll ich da groß sagen? Ich denke, es ist jedem klar, dass das schon gelaufen ist, die Teammeisterschaft. Ja, okay, vielen Dank. Danke. Alexander Merz, schönen guten Tag. Ja, schönen guten Tag. Ja, so ist in Kota am Podest gestanden, jetzt aber auch das erste Mal am zweiten Platz, ne? Eine Stufe, also nun höher. In dieser Saison am Ende gelandet, Silberstein auch in dieser Meisterschaft anscheinend irgend so ein Knackpunkt. Siehst du Parallelen zur G3 Stunden GTE? Außer dass die Platzierung am Ende nicht die gleiche war? Nee, Parallelen zur GTE sehe ich nicht, nein. Okay. Wie war das Rennen, erzähl? Oh, das Rennen war sehr interessant und sehr schön. Hatte einen super Zweikampf gehabt mit Lars im ersten Stint. Er ist durchgefahren, ich bin dann in die Box, hatte dummerweise im Zweikampf, also er war dann neben mir und vor den Esses und ich habe ein bisschen viel Platz gelassen, glaube ich. Dadurch kam ich nicht mehr um die Kurve, bin rausgerutscht und habe eine 10-Sekunden-Slowdown bekommen, wodurch ich ihn dann wieder durchlassen musste und dann gestoppt habe und ja, konnte es dann leider zum Schluss nicht mehr aufholen. Ja, also ich denke mal, die Slowdown hat mir so ein bisschen das Genick gebrochen, was den Sieg angeht. Das wäre sicherlich wesentlich spannender geworden zum Schluss. Ob es gereicht hätte, weiß man nicht, weil wir nicht erfahren, aber ja, wäre dann etwas zuversichtlicher gewesen für den Sieg. Aber das Rennen war eins der schönsten, die ich hatte, zumindest auch in dieser Saison. Und wir alle wissen die Probleme in den letzten zwei Saisons, die ich hatte mit meinem PC. Von daher war das mal wieder richtig schön, vorne um den Sieg mitfahren zu können. Auch wenn man natürlich hier sagen muss, dass es ein bisschen mit den Gewichten zu tun hat. Von daher ist es halt, ja, ich will nicht sagen Fake-Meisterschaft, aber uns ist allen klar, dass wenn Jano 50 Kilo weniger gehabt hätte, dass er auch direkt vorne mit dabei gewesen wäre. Genauso wie Fanboy weiter vorne gewesen wäre, also Marian. Von daher. Es ist so ein bisschen mit dem Beigeschmack, aber das Rennen war schön, die Platzierung ist auch schön, aber wie gesagt, ja, er hat halt so ein bisschen einen Beigeschmack, finde ich. Ja, es sind 48 Punkte, die du auf Marian Kunz hast, das sind noch 100, oder das 110 noch zu vergeben. Siehst du da noch irgendwelche Chancen, den 40-Titel zu holen? Ja gut, ist natürlich schwierig. Aber soweit ich weiß, sind noch zwei Rennen zu fahren. Richtig, sind 100 Punkte. Ja. Wir wissen nicht, wie es ausgehen wird. Also ich weiß jetzt gar nicht genau, was gefahren wird. Barcelona und Spa. Ja, das sind ja so. Also Barcelona ist natürlich absolut die Huracan-Strecke, glaube ich. Da können wir alle in Grund und Boden fahren. Nein, natürlich nicht. Spa sieht dann wahrscheinlich etwas besser aus. Ja, wird auf jeden Fall schwierig. Also ich tatsächlich brauche ich dann wirklich viel Glück. Also muss Marian schon irgendwelche Fehler machen. Ja, ich meine, rechnerisch ist es noch möglich, aber in der Theorie
In der Theorie ist möglich, aber praktisch wahrscheinlich eher nicht. Okay. Ja, deine Meinung nochmal ganz zur Teamwertung dieselbe oder Meinungsverschiedenheit? Ja gut, Teamwertung. Ich meine, ich denke mal, Neverwin Racing ja, hat den zweiten Platz sicher. Ich glaube, da wird uns keiner angreifen. Auch wenn Lars es im Alleingang irgendwann mal gemeint hat, würde er machen, aber so einfach ist es dann scheinbar doch nicht. Aber ja, auf Platz 1, ich denke mal, das wissen wir alle, dass das im Grunde genommen schon gefestigt ist. Und ja, ich denke, mit Platz 2 können wir auch zufrieden sein. Ja, Hamburg, Jano und Marian sind halt sehr stark. Der Z4 ist jetzt auch nicht gerade schwach auf der Brust. Und ja, war halt nicht mehr drin dieses Jahr. Hätte ja, Entschuldigung, also Entschuldigung. Es gab, ja. Ja, du kannst ruhig weiterreden. Das war kurz vor dem Anfall, Entschuldigung. ja, es gab ja ein paar Rennen dieses Jahr, die sicherlich für mich nicht so gelaufen sind, wie sie hätten laufen sollen. Also ich denke, wir haben durch unverschuldete Unfälle einiges an Punkten liegen lassen. Ja, und so ist es dann halt. Ja, braucht man sich nicht. Also ich will mich da jetzt nicht drüber ärgern oder irgendwas. Wir haben den zweiten Platz und damit bin ich zufrieden. Das Rennen heute hat tierisch Spaß gemacht, auch wenn es in Anführungszeichen nur der zweite Platz dann war. Aber beim Fahren ist es ja eh egal. Spaß war da und das ist die Hauptsache. Also für mich zumindest momentan, weil so Rennen wie letzte Woche oder letztes Mal, ja, das da fehlt dann der Spaß und da muss man sich wieder motivieren. Und ja, das brauche ich mich jetzt heute nicht, weil es war einfach schön. Hallo? Ja, möchtest du noch was von mir? Ja. Nee, ich habe gerade seine Schuldigung, okay. Ja, dann danke ich dir und wünsche dir auch ein gutes Gelingen dann trotzdem beim Training, ne? Für was auch immer. Lars Kisser! Jo, Hallöchen. Hallöchen, ja, kein Hai auf Platz 1, ja wunderbar. Jano Koch. Nee, also Hallöchen, ja, P1 geholt, natürlich ohne Gewicht, okay, like Austin oder trotzdem Unterschied? Naja, die Gewichte, natürlich macht es einen Unterschied, vor allem auf Silverstone ohne Gewichte zu fahren. Aber ich schätze mal, die nächsten Rennen werden dafür dann umso spannender, wenn ich jetzt die 75 Kilogramm drin habe. Barcelona, das wird dann definitiv ein Spaß. So an für sich, in der Theorie sollte es dem Mercedes liegen, aber ich bin da noch nicht so viel gefahren, also mal schauen. Okay. Ja, Silverstone, wie war's in deinen Augen? Ja, es war auf jeden Fall sehr, sehr spannend, sehr, sehr cool. Wie gesagt, zu Anfang der Fight mit Alex, das hat mega Spaß gemacht. Und ja, ich glaube, ich war ein bisschen auf der falschen Strategie. Es war auf jeden Fall ein Fehler, durchzufahren. Es wäre schneller gewesen, einen Boxenstopp zu machen. Bis bin ich da ordentlich am Rutschen gewesen. Aber naja, hab's trotzdem dann noch auf Platz 1 durchfahren können. Und ja, hoffe, dass das nächste Rennen auch so gut läuft. Okay, ja, du bist natürlich auf P6, hast auf jeden Fall Chancen, P5, wenn nicht mit etwas oder viel Glück, P4, P3 anzugreifen. Ja, 6 Punkte sind es auf P5. Das ist doch möglich, oder? Deine Meinung? Wer ist denn auf P5, falls ich mal fragen darf? Karl Kaufmann. Ja, da denke ich schon, dass das noch drin ist. Also 5. Platz wäre eigentlich ganz schön, noch den zu kriegen. Aber wie du auch schon gesagt hast, P4 und alles weiter da drüben ist ein bisschen, glaube ich, Wunschdenken. Und das wird, glaube ich, nicht mehr passieren. Okay, so, ja genau, Teamwertung, du bist ja im zweiten Team, ne, aufgrund des kleinen Teamnamens, ne, das man eventuell mal für die Zukunft anpassen sollte. Mal schauen. Newcomer 2 hinter Newcomer 1, das sind, wie viele Punkte sind das? Das sind 12 Punkte, was sagst du dazu? P4 drin, gegen Henning Schwierig und McGinsky. War die letzten Rennen nicht da, deswegen ging das. Deswegen ist halt ein bisschen Punkteverlust, sag ich jetzt mal, und ich fahre auch alleine, aber... Ja, richtig. Ich glaube, von den Positionen und so weiter, denke ich schon, dass ich die wieder einholen werde. Also, für sich glaube ich, dass ich da vor den Händen kann. Okay, sonst irgendwas oder war das alles? Das war alles. Ja, wunderbar. Dann würde ich sagen, eine Runde... Na? So. Eine Runde Rosenwasser. Ey, komm, ich hab grad sicher, ich nehme entscheidet, das ist schlecht. So, also immer das Rennergebnis: Lars Kisser, Alexander Merz, Julian Merz, Jano Koch, Marian Kunz, Raphael Richter, Karl Kaufmann, Enrico Kriegsheim, Alex Zibula, Guido Wille,
Top 10 fertig. Florian Krachel, Julian Mikczynski, Theo Merz und dann unser Gaststarter im DMC angeblich, das stimmt eigentlich nicht. Ja, und es waren 3,6 Sekunden am Ende. Also am Ende waren es 3,6 Sekunden zwischen Lars Kisser und Alexander Merz. Also schon krasse Leistung, eine Runde mehr und ja, hätte anders aussehen können. Oh, 49 Punkte, also er braucht, das wissen wir nicht, Janukov braucht jetzt 2 Punkte, um dann in Barcelona in 2 Wochen dann eben ja, zu gewinnen. Also die Meisterschaft zu gewinnen. Da haben wir Alexander Metz vor Jürgen Metz, das ist klar nach dem Rennergebnis. Die waren ja Punkte gleich, glaube ich. Karl Kaufmann und den Rest kann ich nochmal angucken. Timo Barcelona, was sagst du dazu? Ja, kann spannend werden. Natürlich im erster Matchball für Jano Koch, beziehungsweise ja, zweiter Matchball quasi, nachdem er heute nicht so wahrgenommen hat, den Matchball. Auf jeden Fall, ja, kann die Meisterschaft den Sack zumachen. Aber auch ansonsten natürlich ein spannendes Rennen. Ja, die beiden Führenden oder alle, die da vorne waren, werden natürlich wieder einen Haufen Gewicht kriegen. Jano Koch hat mit seinem 4. Platz dann nicht so viel Gewicht, wie er heute hatte. Ja, und andere haben dann wieder kein Gewicht. Also es ändert sich natürlich alles wieder ein bisschen durch mit den Gewichten, mischt sich und kann natürlich zu neuen spannenden Duellen für nächstes Rennen. Ja, würde ich sagen, vielen Dank fürs Zusehen und hören wir uns in der nächsten Episode im nächsten Rennen wieder. Bis dann und rein. Tschüss, live hier aus Silverstone. Tschüss.